Kapverden. Die kapverdischen Inseln liegen rund 300 Seemeilen von Nordwestafrika entfernt und rund 800 Seemeilen südlich der Kanaren. Wir besuchen diese kapverdischen Inseln im Rahmen unserer Atlantiküberquerung. Weil wir in der Saison sehr früh dran sind, müssen wir auf ein geeignetes Wetterfenster warten. Somit haben wir Zeit, uns die Inseln anzuschauen. Wir besuchen zunächst einmal San Pedro mit dem schönen Leuchtturm und machen dort eine wunderbare Wanderung. Der Weg zum Leuchtturm führt an einer steil abfallenden Klippe entlang. Hier sollte man schwindelfrei sein. Die Insel São Vicente mit ihrer Marina Mindelo ist überwiegend karg mit wenigen Ausnahmen. Die Insel San Antão, etwa eine Stunde mit der Fähre von Mindelo entfernt, ist viel abwechslungsreicher. Is this the only crater on this island here? Only one. And the people use in the house. Drink, shower. The hiking down to Paul, beginning there. Bis auf eine kleine Ausnahme sind alle Straßen gepflastert. Über einen schmalen Grat kommt man in die Hauptstadt Ribeira Grande. Von hier aus erreicht man das Tal Paul. Paul bedeutet Wasser und man sieht, wie grün es hier überall aussieht. Hier wächst Gemüse und Früchte. At the yellow house? No, there? more in front. From here you can see the statue. Yeah. There, the statue. It's Sant' Antoni. But the valley is right. Yes, yes. Okay. Yeah. Ah, okay, yeah. Der Südwestteil der Insel ist der krasse Gegensatz. Mein Gott, ist das trostlos, echt wahr. Und da wohnen tatsächlich Leute, das ist das. Mitten in der Wüste wohnen Leute, oder? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Da unten, du, das ist. Auch wenn es da mal regnet, oder wie es regnet. Die letzten zwei Jahre hat es nicht mehr geregnet. Über einen Pass gelangt man in den Norden der Insel, in ein Tal, in dem Gemüse und Obst angebaut wird. Wir haben die Zeit auf San Antão sehr genossen und bereiten uns jetzt auf unsere Atlantiküberquerung vor. Stammlokal, kann man schon fast sagen. Ja, unser Stammlokal ist Floating Bar. Unser Stammlokal ist Floating Bar. Aber wir sitzen hier öfters auch oben auf der Terrasse, weil wenn es sehr heiß ist, tagsüber, dann geht hier ein laues Lüftchen. Jetzt kommt unser Getränk. Das laue Lüftchen ist unheimlich angenehm. Ja. Ja, ich war beim lauen Lüftchen stehen geblieben. Ich glaube nicht. Also da gibt es ein laues Lüftchen und das Bier ist hier fantastisch. Eiskalt. Und es gibt Pizza. Und es gibt Pizza. Wir teilen uns immer eine. Nicht immer, aber heute. Nicht immer, aber immer öfter.
Wenn es uns nicht reicht, können wir ja nochmal einkaufen. Genau. Ja, so sieht das aus. Was machst du denn da eigentlich? Was? Was machst du da eigentlich? Ich lese und kühle ein bisschen aus. Aha, okay. So, wir sind gerade dabei, uns auf unsere Atlantiküberquerung vorzubereiten. Morgen geht's los. Heute haben wir noch mal Frischware eingekauft. Zwiebeln, Paprika, Kartoffeln, Tomaten, Zitronen, Bananen. Was noch? Paprika. Habe ich schon. Ach schon. Knoblauch. Knoblauch. Ja, alles leckere Sachen, damit wir auf den 2 Wochen nicht verhungern. Fast 3. 3 Wochen sind es fast. 2,5. Durch einen Raubüberfall, dem wir zum Opfer gefallen sind, ist sehr viel Filmmaterial verloren gegangen. Deshalb hier nur ein kurzer Überblick über die Inseln der Kapverden. Bis zum nächsten Mal.